Ziel dieser Vorstellung ist es, Ihnen einen Einblick in das System Panzergrenadier mit dem Schützenpanzer Marder zu geben und Ihnen die dazugehörigen Waffen als auch die persönliche Ausrüstung der Soldaten zu zeigen. Der hier verwendete Schützenpanzer ist bereits mit dem neuen Lenkflugkörpersystem MELS ausgestattet. Der SPZ Marder ist nicht nur äußerst mobil und wendig, sondern auch bei jeglichen Sichtbedingungen einsetzbar, sowie mit einem breit gefächerten Waffenarsenal ausgestattet. Sein Haupteinsatzgebiet ist bewaldetes und durchschnittenes Gelände. Aufgrund seiner Absitzstärke von 6 Soldaten bietet er sich aber auch für den Einsatz in bebauten Gelände an. Nun zu den technischen Daten und Fakten des Schützenpanzers Marder. Der Dieselmotor des Marders ist ein V6 Viertakt-Dieselmotor mit einer Leistung von 600 PS. Bei 65 km/h ist seine maximale Geschwindigkeit erreicht. Die Reichweite im schweren Gelände beträgt ca. 200 km und auf befestigter Straße sogar 500 km. Der Verbrauch des Schützenpanzers beträgt auf befestigter Straße ca. 130 Liter auf 100 Kilometern und im Gelände dementsprechend 400 Liter. Daraus ergibt sich ein Tankvolumen von insgesamt 650 Litern. Seine Ausmaße sind in der Länge 6,88 Meter, in der Breite 3,38 Meter sowie in der Höhe 3,23 Meter mit einem Gesamtgewicht von ca. 39 Tonnen. Ich möchte Ihnen nun das Personal vorstellen, welches den aufgesessenen Part übernimmt. Der Kommandant, er ist der Befehlshaber und Gruppenführer des kompletten Panzers und führt das Fahrzeug nach Maßgaben des Zugführers. Er bildet seine Besatzung für den auf- und abgesessenen Kampf aus. Der Kraftfahrer, ist zuständig für die Wartung und natürlich auch die Bewegung des Marders auf dem Gefechtsfeld. Der Richtschütze bekämpft Feinde, die er durch seine Optiken wahrnehmen kann. Diese drei Soldaten bilden den sogenannten vorderen Kampfraum. Des Weiteren unterstützen der Truppführer, der sich hinten in der mittleren Luke befindet, Schütze 3, der sich in der linken Luke befindet und Schütze 1, der sich rechts in der Luke befindet. Hauptauftrag dieser drei Soldaten, die Teil des hinteren Kampfraumes sind, die Sicherung so zu komplementieren, dass nahezu 360 Grad des gesamten Fahrzeuges erreicht werden. Zu den einzelnen Aufgaben im hinteren Kampfraum komme ich im weiteren Verlauf der Vorführung. Der Turm des Marders ist 360 Grad schwenkbar. Bordmaschinenkanone, kurz BMK genannt. Mit dieser Waffe ist es dem Schützenpanzer möglich, zwei Munitionssorten zu verschießen. Einmal panzerbrechende Munition AP, mit der leicht bis mittelstark gepanzerte Fahrzeuge bis 1000 Meter zerstört werden können. Und die Sprengbrandmunition, kurz HE, mit der ungepanzerte Fahrzeuge oder Luftfahrzeuge bis 2000 Meter Entfernung vernichtet werden können. Die Kampfbeladung mit knapp 1200 Patronen bei dieser Waffe ist nur ein Teil des Marders. Zur Unterstützung steht ein Turmmaschinengewehr bereit, welches mit einem Kaliber von 7,62 mm vornehmlich gegen feindliche Schützen eingesetzt wird. Auf dem Marder ist für ca. 6000 Patronen dieser Waffe Platz. Um sich der Feindsicht zu entziehen, nutzt der SPZ Marder die Nebelmittelwurfanlage. Sie besteht aus 6 Nebeltöpfen. Zur optischen Ausrüstung gehören ein Wärmebildgerät mit einer 2- und 4-fachen Vergrößerung, das Zielperiskop 11 mit einer 2- und 6-fachen Vergrößerung und den Winkelspiegeln, die auch bei verschlossenen Luken einen Blick nach draußen ermöglichen.
Seit ca. 3 Jahren besitzt die Panzergrenadiertruppe mit dem SBZ Marder das mehrrollenfähige leichte Lenkflugkörpersystem, kurz MELZ. Das bei uns als Besonderheit sowohl auf- als auch abgerissen, verschossen und eingesetzt werden kann. Die Waffenanlage MELZ ist ein Teil der Nutzungsdauerverlängerungsmaßnahmen am Schützenpanzer Marder und stellt einen deutlichen Fähigkeitsgewinn dar. Erhöht es doch erheblich die Abstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Bedrohungen durch feindliche Panzer. Der Panzerabwehr-Lenkflugkörper hat eine Kampfentfernung von 4000 Metern und kann gepanzerte Ziele auch in der Bewegung mit sehr hoher Trefferwahrscheinlichkeit bekämpfen. Sie sehen nun die sogenannte Rundumsicherung. Diese wird eingenommen, nachdem der Schützentrupp vom SBZ abgesetzt ist. Dabei achtet jeder Schütze auf den Sicherungsbereich, bis sie von ihrem Truppführer übernommen werden und in das weitere Vorgehen eingewiesen werden. Im hinteren Kampfraum des SBZ Marder befinden sich insgesamt 6 Soldaten, bestehend aus den Truppführern und den Schützen 1 bis 5. Ich möchte Ihnen jetzt die 6 Soldaten des hinteren Kampfraumes und ihre Aufgaben vorstellen. Der Truppführer. Er ist die rechte Hand des Kommandanten und der stellvertretende Gruppenführer. Er ist bewaffnet mit dem Gewehr G36 und führt nach Maßgabe des Kommandanten die abgesessenen Schützen und hält die Funkverbindung zum Panzer. Schütze 1. Ist ein Maschinengewehrschütze. Aufgesessen unterstützt er zudem noch als Ladeschütze für die Panzerabwehrwaffen MELZ. Schütze 2 ist ein Gewehrschütze zur Unterstützung des Maschinengewehrschützen. Sollte die MELZ aufgebaut werden, ist er zeitgleich der MELZ-Schütze. Schütze 3 ist mit dem Gewehr und der Granatpistole bewaffnet. Die Schützen 4 und 5 sind Gewehrschützen und die Panzerfaustschützen des hinteren Kampfraumes. Je nach Auftrag erfolgt das Absitzen vom SBZ Marder mit kompletter Ausrüstung oder nur mit einzelnen Handwaffen. Panzergrenadiere kämpfen auf- oder abgesessen. Bei abgesessener Kampfhandlung ist die Besatzung des SBZ mit den abgesessenen Panzergrenadiertruppen nach dem Grundsatz Feuer und Bewegung über Funk verbunden. Der SBZ und die abgesessene Schützengruppe kämpfen so gut wie nie getrennt voneinander. Der hintere Kampfraum ist auch in der Lage, je nach Art und Umfang des Auftrages, mehrere Trupps zu bilden. So zum Beispiel den Panzervernichtungstrupp. Er besteht aus dem Truppführer und den Schützen 3, 4 und 5. Ihr Auftrag ist es, gepanzerten Feind bis zu einer Entfernung von 400 Meter, am besten in der Flanke oder von hinten, zu vernichten. Der MG-Trupp. Er besteht aus den Schützen 1 und 2. Ihr Auftrag ist es, nach dem Grundsatz Feuer und Bewegung den anderen Schützen Feuerschutz zu geben und Feind auf Entfernung bis 600 Meter zu vernichten. Je nach Auftrag ist so die Besatzung des Schützenpanzers auf alle Eventualitäten gefasst. Auch zum Kampf bei Nacht oder eingeschränkter Sicht, wie wir sagen, sind wir durch die modernen Nachtsehmittel befähigt, die Sie jetzt vor sich auf der Plane ausgebreitet sehen. Weiterhin sehen Sie auf der Plane die gesamte Ausrüstung einer Panzergrenadiergruppe, die sich mit der Besatzung auf dem SBZ befindet. Diese Ausrüstung, Frau Ministerin, möchte ich Ihnen im Anschluss näher erklären. Und danach wird ein Schießlehrer der Panzerabwehrwaffe MELZ Ihnen diese vorstellen. Die Vertreter der Presse können dann dazu später in die Halle kommen.